Danke. Tja, und natürlich haben wir auch jede Menge Musik an Bord. Zu Ehren von Bomb the Bass, The Funky Worm Hustle. House Music aus Sheffield, Funky Worm war das. Diese beiden Herren hier neben mir, die kommen aus London und sind bekannt, berühmt, berüchtigt geworden als Bomb the Bass. Hi, nice to have you. Das ist Tim und das da drüben, das ist Merlin. Beide sind also sehr jung noch. Merlin ist 17, Tim ist gerade 20 geworden und trotzdem zählen sie zu den erfolgreichsten House-Musikern in England. Are you trying an attack on American dance music? No, not really. I think what, you know, I'm trying to do and what Merlin's trying to do is just create a new sound, you know, not trying to sort of compete against, but just sort of, you know, come out of our own sort of new sound. Statements like that you hear from Derek B, and that's why I ask the question. Oh, I see. All right. But you're not on that line. Well, not you know, not in my case. I mean, maybe, you know, Merlin's... Merlin? Well, Merlin MC is not the same. Different in style and different in name. So ist es also. Ich habe gefragt, ob sie versuchen, den Amerikanern sozusagen den Tanzboden unter den Füßen wegzuziehen. Nein, sie wollen einfach einen verschiedenen Stil machen. Was Merlin dazu gesagt hat, das habt ihr sicherlich verstanden. Merlin, you're a poet, one says. I like to think so. I like to think my lyrics are different in a sense. And I do take them very specially, careful. Wie Merlin gerade gesagt hat, er kann Blake Carrington gut verstehen, dass er sich in solche Autos verknallt. Ich auch. Es ist sehr bequem hier. Are DJs the producers of the future? Yeah, the way I see it, they definitely are the producers of the future. Yeah. Yeah. I mean, it's a very obvious sort of move, but it's taken so long. You know, it's only really in the past year that people or DJs are sort of really recognizing that they are really the producers of the future. Mm-hmm. Frage war, ob DJs wirklich die Produzenten der Zukunft sind. Er meint, natürlich ganz, ist es eigentlich ganz offensichtlich, es liegt so nahe. DJs sind so nah am Volk dran, die müssten es eigentlich werden. When you first started off with your first with Beat Days, right? Yeah. For me, it sounded very exceptional, very different from the other house music styles they have there. And now with the new one, with Don't Make Me Wait, it sounds a bit more conventional. Was that purposely? No, I mean, it's not really conventional because it's... for the UK, it's a Latin, it's actually a Latin hip hop track, which is sort of no one's really done that in the UK before. So, but Bomb the Bass isn't about just sort of making one sort of music, you know, because I like a lot of different sorts of music, so that's why when I produce, I like working with different sort of new acts, you know. So it's always different, and it's always fresh. And I was working with Lorraine. Do you know her before? Yeah, I just met her through a friend of mine, and I enjoyed working with her. You know, I mean, I wouldn't work with people I don't. Enjoy being in the company with, you know. Same with, like, you know, I work in Merlin because I really like him a lot. And he's very good as well. Right. Die Frage war, das Beat ist, hört sich ja noch ziemlich ausgeflippt und ausgespaced an, wenn man sich Don't Make Me Wait anhört. Man kennt sowas, zumindest hierzulande. Tim meint, es ist in Großbritannien allerdings nicht so. Das war für Großbritannien ist es eine neue Sache. Latin Hip Hop, das ist damals oder dort noch nicht so bekannt und deswegen hat er es gemacht. Auch über die Zusammenarbeit mit Lorraine und Merlin hat er sich sehr positiv geäußert. Er arbeitet eigentlich nur mit Leuten zusammen, die er gerne mag, mit denen er auch gut kann. So auch mit Lorraine, die er erst kurz vorher kennengelernt hat. Are there further projects planned in working together with people like that? Yeah, I like to always work with new people all the time. I don't really like to work with sort of people who are known. You know, I'd rather sort of work with people who are just very, very talented. You know, fresh. Yeah, and fresh all the time. I think you just get We'll be doing some more work in the future, me and Tim. Yeah, I mean, me and Merlin, it's a different... We're working closely, like, I mean, I've got my own individual career, he's got his, but, I mean, we'll be working, like, every, like, quarter of a year or so, we'll be doing something, half a year. Also da haben sich zwei gesucht und gefunden offensichtlich. Ich habe dem gefragt, wie das ist, ob er zukünftig auch mit anderen, mit Leuten zusammenarbeiten möchte. Ja, möchte er gerne. Und zwar weniger mit Bekannten, sondern mit neuen, frischen, jungen Leuten. So zum Beispiel Merlin. Sie haben also schon fest ausgemacht miteinander, dass sie sehr viel mehr machen werden in der Zukunft miteinander. Hey guys, do you know Duff? Duff, yeah. Of course we know Duff. Yeah? What about Duff? Well, I used to play, when I first started DJing in clubs in London, I used to play Duff. Oh, you want to meet them? Yeah. Well, one of them. Robert. Yeah, you guessed it right. Also ich habe sie gefragt, ob sie Duff kennen oder ob